Die Eintracht in der Königsklasse, die Champions League-Hymne, die rückt näher und die Spannung, die steigt so langsam auch ins Extreme. Und damit ein herzliches Gute an diesem frühen Mittwochmorgen vor der Partie heute Abend zwischen Eintracht Frankfurt und Sporting Club de Portugal. Hier bei uns im Deutsche Bank Park um 18.45 Uhr der Anstoß, 18 Uhr live bei DAZN. Und wir nehmen euch natürlich wieder mit hinter die Kulissen und begleiten euch medial heute auch vor diesem großen Aufeinandertreffen heute Abend in der Champions League. Wir gehen an diesem vollgepackten Tag jetzt aber erstmal strukturiert vor, denn gestern, da fand das Abschlusstraining unserer Mannschaft statt. Außer Almami Touré, Sebastian Rode und Aurelio Buta waren alle Adlerträger mit an Bord und auch Luca Pellegrini, der war beim Abschlusstraining mit dabei und ist laut Cheftrainer Oliver Glasner gut drauf, hat die Leistung gezeigt, die erbracht werden muss und damit steht er auch im Kader. Sprich, wir können heute Abend aus dem Vollen schöpfen. An einem solch wichtigen und großen Tag ist natürlich auch der Tagesablauf unserer Mannschaft heute bis ins kleinste Detail getaktet. Heute Morgen gab es ein ausgiebiges Frühstück. Im Anschluss daran, sprich aktuell, befindet sich die Mannschaft bei der Aktivierung. Und im Anschluss daran geht es dann zurück ins Tageshotel der Mannschaft. Dort erwartet sie dann nochmal ein Mittagessen und auch für den einen oder anderen mit Sicherheit die Bettruhe. Und im Anschluss daran, da gibt es dann nochmal eine letzte und finale Besprechung vor dem großen Aufeinandertreffen heute Abend. Und dann heißt es auch Abfahrt ins Stadion und der volle Fokus gilt dann dem Spiel heute Abend hier gegen Sporting Club de Portugal. Wir blicken auch mal auf unseren Gegner. Die sind nämlich gestern Abend hier in Frankfurt angekommen, hatten Verspätung aufgrund eines technischen Defekts am Flugzeug. Sprich, die Pressekonferenz und das Abschlusstraining, die fanden etwas später statt. Und wir hören mal rein, was der Cheftrainer Ruben Amorim von der Partie heute Abend bei der gestrigen Pressekonferenz erwartet. Wir spielen gegen eine sehr starke deutsche Mannschaft. Technisch sind sie sehr begabt. Und wir werden versuchen, nicht zu direkt zu spielen, weil sonst wird es für uns schwierig sein, da mitzuhalten. Nicht, weil wir körperlich nicht in einer guten Lage sind, sondern wir wissen einfach, dass es im deutschen Fußball nun mal so ist, dass sie da körperlich sehr stark sind. Da können Sie überlegen sein. Mit Kolomoani als Stürmer ist das und Lindström wissen wir, dass Eintracht Frankfurt über ganz schnelle Spieler verfügt. Wir spielen gern mit unserem starken Ballbesitz. Das ist unsere Stärke. Und wir hoffen, dass wir jetzt auch ein gutes Ergebnis machen können. Nicht wie bei anderen Spielen, wo wir die Chancen nicht verwerten konnten. Und deswegen müssen wir von Anfang des Spiels an stark in das Spiel kommen. Was jetzt diese Atmosphäre angeht, klar, Eintracht Frankfurt ist dafür bekannt. Wir wissen ganz genau, was man vielleicht nicht so sehr über die portugiesischen Mannschaften weiß, ist, dass wir es auch geschafft haben, zum Beispiel gegen Borussia Dortmund eine richtig gute Atmosphäre in unserem Stadion zu haben. Und wir haben es auch schon geschafft, dass wir mal gegen größere Mannschaften aus der Champions League gewinnen konnten. Und somit können die Fans von Eintracht Frankfurt dazu beitragen, dass Eintracht stärker ist. Aber wir müssen Ruhe bewahren. So werden wir es natürlich auch schaffen können. Rund um diesen Champions League Spieltag steigt also nicht nur die Freude bei Ruben Amorim, sondern auch bei uns und bei euch allen. Und deswegen wollen wir euch natürlich medial bestmöglich versorgen. Wir wollen natürlich, dass ihr mit hinter die Kulissen genommen werden könnt. Und deswegen blicken wir auch mal auf unseren Medienfahrplan heute. Für all diejenigen, die es bis heute Abend nicht abwarten können und schon Lust auf Fußball haben. Um 12 Uhr spielt unsere U19 gegen den gleichen Gegner in der Youth League in Dreieich. Eintracht TV überträgt die Partie hier live. Um 17.15 Uhr begrüßt dann Jochen Stutzki in der Matchday-Show Uwe Bein unter anderem bei sich. Und er hat die Aufstellung als erster in der Hand und exklusiv in der Matchday-Show. Um 18 Uhr überträgt dann DAZN live die Partie. Wer kein DAZN-Abo habt, ihr habt um 18.30 Uhr sonst noch die Möglichkeit, bei Twitch einzuschalten. Dort ist Etienne Gade zu Gast. Oder um 18.35 Uhr, da geht Lars Weingärtner bei Eintracht FM live mit 90 Minuten Emotionen hier aus dem Stadion. Die kriegt ihr wie gewohnt live aufs Ohr.
Gewappnet für diese Partie heute Abend ist unsere Mannschaft mit Sicherheit. Dafür hat auch unser Cheftrainer gesorgt. Und Marc Hindelang, der hat gestern nach der Pressekonferenz mit Djibril Sow und mit unserem Champions League-Debütant Oliver Glasner exklusiv bei Eintracht TV gesprochen. Oliver, Champions League-Debüt. Wie fühlt sich das an, so nach dem Motto, endlich angekommen? Das fühlt sich natürlich sehr gut an, weil es jetzt der größte Bewerb, den du in Europa spielen kannst. Also von dem her, ja, sind wir jetzt. Man sagt ja immer so, wenn man bei den Besten dabei ist, jetzt sind wir Champions League und das jetzt ja, dürfen wir es hautnah erleben. Und deswegen eine riesen Vorfreude, dass wir da dabei sind. Was sind konkret so die Schlüssel zum Erfolg gegen Sporting? Ja, ich sehe die in jedem Spiel sehr ähnlich gelagert. Ja. Eine kompakte Defensivleistung, wo jeder seine Aufgabe erfüllt mit hoher Intensität. Wir haben immer so eine Idee, wo wir den Gegner hinlenken wollen, um dann dort quasi auch zuzuschlagen, dass wir hier alle ja, sehr konzentriert sind. Wenn der eine auslässt, dann passiert halt was am Platz, wo wir nicht vorbereitet sind und dann ja, sind wir am Reagieren. Sonst sind eigentlich wir, die am Agieren sind, im eigenen Ballbesitz, dass wir uns gut staffeln, gut zwischen den Linien bewegen, dass wir mit wenig Kontakten spielen, dass wir gute Verbindungen untereinander haben, speziell in der Offensive, dass nicht einer rechts an der Outline, der andere links an der Outline ist und in der Mitte nur einer. Und mit wem soll er dann spielen, außer mit sich selbst? Und ja, das haben wir den Spielern nochmal gezeigt. Das haben wir gegen Leipzig sehr, sehr gut gemacht. In Bremen schon auch richtig gut. Und genau das brauchen wir auch gegen Sporting immer wieder, ja, die aus einem 3-4-3 sehr, sehr kompakt, sehr aggressiv agieren, dass wir hier immer wieder Räume, die es dann auch immer wieder gibt, dass wir die bespielen, dass wir die erkennen, dass wir die belaufen, besprinten am besten. Und ja, das ist die Idee. Es ist für ganz Frankfurt ein Riesenereignis, sicherlich auch für Spieler ein Erlebnis. Wie sehr ist als Mannschaft auch eine Verpflichtung in der Champions League, sag mal, gut zu performen? Ja, Verpflichtung, glaube ich, ist das falsche Wort, aber wir wollen schon Eintracht Frankfurt, aber auch Deutschland würdig vertreten in der Champions League. Man weiß, dass nicht viele Mannschaften diese Möglichkeit bekommen, nicht viele Spieler diese Möglichkeit bekommen. Und dann wollen wir sie aber auch gut nutzen. Und das mit, aber auch mit der Vorfreude, die wir alle haben, gepaart, dass wir da auch wirklich schöne, gute Spiele und auch erfolgreiche Spiele absolvieren werden. Was habt ihr euch denn so vorgenommen? Ja, vorgenommen haben wir uns vor allem eben, dass wir unseren Fußball wieder auf den Platz bringen mit viel Intensität, Kombinationsspiel und auch dieses Tempo. Und ich glaube, dann ist auch was möglich, weil eben, wie gesagt, das ist eine ausgeglichene Gruppe. Und ich glaube, da wird auch viel über die Tagesform gehen. Also man merkt, die Vorfreude, die ist nicht nur bei unserem Cheftrainer groß, sondern auch bei unserem Mittelfeldakteur Djibril Sow, genauso wie bei uns allen. Zuletzt blicken wir noch einmal ganz kurz aufs Wetter, denn heute Abend ja, müsste man eigentlich mit fast allen Wettersituationen rechnen. Es wird ein Sonne-Wolken-Mix, später dann etwas kühler und es kann vereinzelt auch zu Schauern kommen. Also packt am besten einfach mal die Jacke mit ein ins Stadion, damit ihr bestmöglich für euren Stadionbesuch heute Abend hier gewappnet seid. Also ich freue mich, es wird eine spannende Partie heute Abend zwischen Eintracht Frankfurt und Sporting Club de Portugal. All diejenigen, die im Stadion sind, die werden eine wunderbare und magische Atmosphäre erleben dürfen. Und all diejenigen, die von zu Hause aus schauen, ich bin mir ganz sicher, dass auch wir diese Magie zu euch nach Hause ins Wohnzimmer tragen werden. In diesem Sinne, bleibt gesund, wir sehen uns heute Abend und bis dann.